Es ging einmal darum, aus den Kongressen, die wir im letzten Jahr gemacht haben, die richtigen Konsequenzen zu ziehen, die richtigen Themen anzusprechen, die die Menschen betreffen. Und daraus wurde dann ja auch die gemeinsame Nominierung von Angela Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin. Und es stand natürlich einmal das Thema Europa. Gerade in einer Zeit, wo neue Unsicherheiten kommen, muss Europa geschlossen stehen. Und es stand natürlich auch die Frage Deutschlands Rolle in der Welt. Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, auch für Sicherheit. Die Amerikaner werden sich aus Teilen etwas zurückziehen. Das hat Konsequenzen für uns. Und wir müssen auch selbstbewusst sagen, eine so starke Handelsnation und Wirtschaftsnation wie Deutschland muss auch Verantwortung für Entwicklung in der Welt wahrnehmen. Und da gibt es aus deutscher Sicht nur eine, nämlich Angela Merkel, die das wirklich kann.